Ja, heute mal von der Garage. Bisschen dunkel draußen, regnet es nämlich. Deswegen, jo, jetzt wird es hell. Heute geht es um das Thema Elektroverteilung. Wir werden ein komplett neues Elektronetz, sage ich mal, in unserem Krankenwagen verbauen. Was für Produkte, was wir genau einbauen, stelle ich die Kamera jetzt mal aufs Stativ. Und wir werden die Produkte mal hier auf der Siebdruckplatte verteilen und ich werde nach und nach genau sagen, was für Produkte und was haben wir genau mit der neuen Elektrik vor. Einmal haben wir unseren Speicher. Wir haben uns für eine 100 Ampere Lithium-Batterie von Victron entschieden. Die ist bereits schon im Fahrzeug, zwar nicht montiert, aber die ist, ja, muss man nicht von A nach B 1000 Mal schleppen. Die ist im Auto. Wir werden das Ganze in unserem Seitenfach, diesen Kasten, den wir stehen gelassen haben, dort werden wir alles verbauen. Die Batterie wird reinkommen und die ganzen Module werden wir hier auf dieser Siebdruckplatte alles schön verschrauben. Über die Batterie, wie wir die am Schluss geladen, haben wir uns dann mehrere Varianten entschieden. Wir werden einmal über Solar laden. Da haben wir jetzt noch nichts da. Werden wir ganz am Schluss noch draufpacken. Wir werden dann über einen B2B-Lader 50 Ampere Wechselrichter die Batterie laden. Haben wir hier den Victron 12 1250. Dann gibt es einen 230 Volt Wandler, haben wir hier von Victron Energy den Multiplus 12 1250. Das Ganze noch mit einem Multicontrol. Dazu zur Batterie dann noch ein Batteriemanagementsystem. Und das Ganze wird kontrolliert mit einem Display. Dazu haben wir dieses Victron-Display entschieden, wo alles auf einmal drauf ist. Damit können wir einmal die Spannung über die Board- und Startbatterie messen. Wir können die Füllanzeige vom Frisch- und Abwasser nachschauen, die Temperaturanzeige innen außen, Solar regeln, die Pumpen an- und ausschalten und immer auf dem Bordcomputer schauen, wie viel Strom geht denn gerade von welcher Quelle rein. Und haben nicht verschiedene Displays, deswegen haben wir uns für die Variante eines Displays in einem entschieden. Das Ganze werden wir jetzt hier auf dieser 15 mm starken Siebdruckplatte befestigen. Werden entsprechende Löcher reinmachen, dass die Kabel nach hinten geführt werden und dann beginnen wir das Ganze zu verkabeln. Ich habe das mal hier alles ausgerichtet. Also wir haben hier unseren B2B-Lader, wir haben hier einmal den ganzen Verteiler, wo dann die Sicherung auch reinkommt, wo alles von der Batterie, also hier geht das Plus und das Minus von der Batterie hin, wo hier die Sicherung reinkommt. Hier ist unser Batteriemanagementsystem. Unser Multiplus mit dem FI. Hier haben wir drei Batteriewächter und hier unsere große Minusschiene und hier oben kommt dann unser Multicontrol vom Multiplus hin. Gestern ist es zwischenzeitlich dann doch noch dunkel geworden und ja, ich hatte dann nur noch fertig alles Löcher, die wir angezeichnet haben, ausgesägt, noch geschliffen, dass die Kabel uns nicht kaputt gehen. Und jetzt werden wir die ganzen Module wieder draufpacken und erstmal festschrauben.
Mittlerweile haben wir jetzt mal unsere Platte komplett angeschlossen und schon mal hier in die Seitentür unseres Krankenwagens gestellt. Die müssen jetzt noch mit Scharnieren festgemacht werden, damit wir sie aufklappen können. Und wenn wir weitere Sachen, wie zum Beispiel das Sodal-Modul noch anbringen wollen, einfach von hinten an die Platte drankommen. Also, wir haben hier unten einmal unsere 100 Ampere Lithium-Batterie. Die muss noch angeschlossen werden. Unser zentrales Minus geht hier über den Messschand, der das Ganze überwacht, zu unserer zentralen Minusschiene hier. Das Plus von der Batterie fehlt noch, das geht hier an die zentrale Plusschiene. Und hier ist dann einmal über die 100 Ampere Sicherung unser Multiplus angeschlossen. Über 80 Ampere ist unser B2B-Lader angeschlossen und über 70 Ampere werden dann unsere zentralen Verbraucher über diesen Verteiler dann hier angeschlossen. Den werden wir aber direkt innen platzieren, dass die Wege einfach kürzer sind. Das Ganze wird überwacht über unseren Batterie-Management-System. Dann haben unser genereller Verbraucher hat einen Batteriewächter, unsere Lichtmaschine hat einen Batteriewächter und hier ist noch der dritte Batteriewächter, der ist dann für unser Bedienpanel, das was auch noch fehlt, das kommt dann direkt rein. Hier oben haben wir noch unseren Monitor für unseren Multiplus. Was jetzt noch gemacht werden muss, ich werde jetzt noch das zentrale Minus an den von der Batterie, das Minus an den Messschand anschließen, das Plus an die zentrale Plusschiene. Vom Auto her fehlt dann noch für den B2B-Lader fehlen dann noch die Sensorkabel von der Starterbatterie. Hier unten fehlt noch das Starterbatterie Plus und das D-Plus-Kabel von der Lichtmaschine. Der FI-Schalter lassen wir von einem Elektriker mit dem Multiplus verbinden und der Einspeisungsstecker von außen, dass wir auch auf Wohnmobilstellplätzen oder hier zu Hause das Ganze über einen Einspeisungsstecker laden können. Ja, ich mache mich jetzt mal an die Fahrzeugseite ran und ziehe die Kabel von vorne, von dem Sitz über den Boden hier an die an den B2B-Lader. Die Sensorkabel werden gezogen und ja, legen wir los. Da fangen wir jetzt mal an, innen. Achtung, sieht wüstisch aus. Unser ganzer Kabelsalat haben wir hier. Das ist das. Alles, was hier an Kabel ist, das haben wir alles selbst rausgerissen aus den Leitungen. Hier oben links rum ist das, was noch übrig ist und das können wir halt alles wieder verwenden. Ich habe jetzt noch zwischenzeitlich mal die Batterie mit Stahl-Lochband befestigt, damit die während der Fahrt fest ist, aber die rutscht hier keinen Millimeter raus. Zusätzlich habe ich noch die Schrauben verklebt, also da sollte echt nichts mehr rausrutschen. Ja, als nächstes kommen hier jetzt noch zwei Löcher rein, wo die ganzen Kabel von vorne reinkommen. Eins für 12 Volt und ein Loch für 230 Volt. Loch ist jetzt auch drin. Hier sollten die Kabelleerrohre durchpassen, ungefähr 4 bis 5 Stück. Und Scharniere sind dran. Wir haben hier oben mal ein langes Scharnier genommen, da es doch relativ schwer ist. Und hier noch ein zweites und ein drittes. Hier fehlen mir noch zwei Schrauben, die mauern dann noch nach. Und von vorne, ja, sieht das Ganze dann so aus. Jetzt trage ich das nochmal rein und versuche das Ganze zu befestigen. Jetzt habe ich alle Kabel von der Starterbatterie vom Fahrzeug vorne nach hinten verlegt. Wir haben jetzt ein D-Plus-Signal. Das war vorne unterm Fahrersitz gewesen, so ein blau-gelbes Kabel. Das heißt, der B2B-Lader bekommt jetzt nur wirklich beim laufenden Motor das Signal. Unsere
Lithium-Batterie zu laden und bei Laufzündung nicht. Also wirklich nur bei laufendem Motor lädt der B2B-Lader unsere Batterie, unseren Speicher. Wir haben den Temperatursensor an Minus angeschlossen, dann haben wir noch Signalkabel von unserer Starterbatterie Plus und Minus nach vorne gezogen. Beim Plus wie beim D Plus und beim Starter Signalkabel haben wir jeweils eine kleine Flachsicherung dazwischen gelegt, 2 oder 3 Ampere Sicherung haben wir vorne reingelegt. Unser Schloss ist jetzt dran, haben es jetzt festgemacht. Können uns hier Ganze öffnen und schließen. Wir haben provisorisch ein Licht befestigt, das auch über die Türsteuerung geht. Das heißt, wenn die Tür zu ist, Licht aus, Tür offen, geht das Licht an. Wir haben provisorisch unsere 12-Volt-Verteilung mal angeschlossen, wo wir jetzt schon unsere Standheizung angeschlossen haben. Diese funktioniert auch bereits gut und hier ist jetzt alles ordentlich. Unser Votronic Steuergerät, unser Display haben wir provisorisch drin festgemacht. Gehen wir mal zusammen rein. Ja, hier ist jetzt unser Votronic Steuergerät. Haben wir hier festgemacht. Momentan zeigt die Anzeige 96% Batterie. Das heißt, wenn wir jetzt ungefähr 4 Stunden, 5 Stunden die Standheizung laufen und ja, 4% Akku verloren. Ja, das war's mit Elektrik. Nächstes Mal seht ihr dann, wie wir den Boden anfangen zu verlegen, beziehungsweise das Dämmmaterial drauf machen und die erste Bodenplatte drauf machen. Ja, und außerdem werden wir uns dann schon mal grob euch die Planung zeigen, wo wir hier drin mal alles verkleben werden, wo welche Möbel und welche, wie wir die Raumaufteilung machen. Also nächste Folge reinschalten, Kanal abonnieren, dass ihr die nächste Folge nicht vergesst, und wir sind raus. Tschüss! Tschüss!